Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das Manga-Update für den Januar. Ja, der erste Monat ist schon rum vom neuen Jahr, das geht wieder alles so schnell und wie gesagt, das Januar-Update steht jetzt in den Startlöchern und dann fangen wir direkt mit Kaze an, denn da habe ich nur einen Band gekauft. Und zwar habe ich von Kaze Magi The Labyrinth of Magic Band 25 von Shinobu Otaka gekauft und ja, ich glaube zu Magi The Labyrinth of Magic muss ich nicht allzu viel sagen, es ist einfach wirklich spannend. Wie gesagt, mir gefällt es mittlerweile wirklich gut. Es ist ein echt guter Zeichenstil, meiner Meinung nach. Also, abgesehen von den ganzen dicken Brüsten, die da immer drin vorkommen. Die stören mich manchmal ein bisschen doch. Aber es ist halt auch eher ein Shonen-Manga, ne? Und da ist so sowas halt immer vertreten. Aber auf jeden Fall, ich mag die Reihe mittlerweile wirklich. Und es ist spannend, es bleibt spannend. Und es passiert immer jede Menge in jedem Band, wo man sich denkt, oh mein Gott, was kommt dann noch alles auf einen zu? Und ja, ich finde, das ist mittlerweile eine echt gute Reihe geworden und viele Charaktere, die man ins Herz geschlossen hat, einige, die man nicht so mag, aber bei so, so vielen Charakteren ist das normal und ja, auf jeden Fall eine gute Reihe. Dann habe ich von Egmont einen Manga gekauft, auch nur einen einzigen, und zwar ist das Waiting for Spring Band 1 von Anna Sheen. Der ist jetzt ganz neu rausgekommen und ich muss sagen, der hat mir echt gut gefallen. Das ist halt auch so eine richtige Liebesgeschichte auch. Ich habe erst gedacht, das wäre gar nicht so für Mädchen, weil nur Boys auf den Covern und so, auch hinten nur Boys zu sehen. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht ein Boys Love. So, das hört sich aber irgendwie so danach an. Aber nein, es ist kein Boys Love, es ist Shoujo. Und ja, wirklich toll. Viele gute Charaktere hier mit drinnen auch. Und eine niedliche Story bisher mit einer Protagonistin, die sehr schüchtern ist und ja, aus sich rauskommen lernt und ja, wirklich sehr niedlich bis jetzt. Und dann kommen wir jetzt zu Tokyo Pop. Da habe ich natürlich wieder ein paar mehr und dann starten wir mit Tokyo Pop jetzt. Und da habe ich einmal Miyako auf den Schwingen der Zeit, Band 6 von Kyoko Kumagai. Und ja, oh mein Gott, ich habe mich so auf diesen Band gefreut. Das war ja so ein Cliffhanger-Ende beim letzten. Und ja, dieser Band ist einfach genial. Also man erfährt wieder so mega viel jetzt. Also wirklich, wie das alles mit den Schlüsseln passiert ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass diese Schlüssel existieren, woher sie kommen, das ist richtig interessant und ja, es passiert einfach auch noch jede Menge anderes hier und wir reisen wieder durch Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart und ach, unsere Charaktere sind wieder so vielseitig und vielschichtig und ach, es passieren wieder so viele Dinge, die man auch gar nicht erwartet hat, wo man sich denkt, oh mein Gott, ernsthaft jetzt? So, das habe ich jetzt gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht mit erwartet, mit gerechnet, also es ist wirklich ein ganz toller Manga. Ich finde den wirklich richtig, richtig gut. Vor allem den Zeichenstil mag ich auch sowieso sehr gerne. Und in Verbindung mit der Story ist das richtig schön. Dann haben wir als nächstes Scary Lessons, Band 20 von Emi Ishikawa. Das ist ja jetzt der Abschlussband. Meiner Meinung nach ist es auch ganz gut, dass es jetzt so langsam abschließt. Ich meine, es sind zwar immer wieder neue Gruselgeschichten, die aber mittlerweile doch teilweise ähnlich waren oft. Und so langsam wurde es wirklich Zeit, dass die Gruselgeschichten ein Ende finden. Wobei ich die ja echt gut fand bisher alle. Also die Gruselgeschichten sind wirklich gut. Die haben zwar meistens ein nicht gerade schönes Ende, sondern eher so ein Bad End. Und ich bin ja eigentlich eher der Happy End Typ, aber das ist halt nun mal so bei Grusel. Da gibt es oft ein Bad End. Aber der Zeichenstil ist natürlich auch richtig gut. Und ja, ich kann es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die auch auf ein bisschen Horror und so stehen. Ein bisschen Mystery und ja, nicht nur die Liebesschnulzen haben wollen. Dann noch ein Abschlussband. Hier bin ich traurig, dass es zu Ende ist. Und zwar Romantica Club von Yuko Maki, Band 10. Und oh, ich liebe diesen Manga. Der Zeichenstil ist so schön. Ich meine, Yuko Maki hat so einen tollen Zeichenstil. Aber auch die Geschichte an sich ist einfach so süß. Unsere beiden Geschwister haben mir so gefallen. Ich fand die so toll, wie die einfach... Die sind zwar eigentlich total komisch miteinander umgegangen, so, aber das war einfach irgendwie passend für die beiden. Und das war so niedlich und... Ach, die waren einfach beide auf ihre eigene verquere Art und Weise richtig süß und ja, ist auf jeden Fall ein toller Abschlussband, in dem wir auch den Papa von Aoi und Akane mal kennenlernen. Der kommt hier auch jetzt drin vor, der kommt wieder nach Hause und da warten dann natürlich auch einige Hürden auf einen, wenn der Vater auf einmal wieder da ist nach jahrelanger Expedition oder was weiß ich, was er da gemacht hat und ja, auf jeden Fall ein schöner Abschlussband. Dann habe ich jetzt nächstes Haus der Sonne, Band 3 von Tamo. Und oh mein Gott, ich liebe die Geschichte. Die Geschichte ist so süß und dieser Zeichenstil ist auch einfach so niedlich. Und ja, das ist, oh mein Gott, das ist halt so richtig kitschig, kann man nicht sagen, aber so richtig schön und romantisch. Ja, okay, so romantisch war dieser Band nicht, aber es war schon ein bisschen Romantik auch drin in diesem Band. Und ja, aufkeimende Gefühle und ah,
ich mag die Geschichte einfach so gerne. Ich will nicht zu viel sagen, aber die Geschichte ist so schön und erfrischend und niedlich. Und dieser Zeichenstil ist so... Lässt mein Herz höher schlagen, der Zeichenstil und die Geschichte. Das ist so toll. Momentan auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsmangas, kann ich nur sagen. Und als letztes für dieses Update habe ich einen Freund für Nanooka Band 3, Nanokano Care von Yoshi Tomori und Saro Tekotsu. Band 3 und ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, ob ich die Reihe jetzt gut finde oder nicht. Den Zeichenstil finde ich gut, den Zeichenstil mag ich, aber die Geschichte an sich, wahrscheinlich weil mir die Protagonistin einfach nicht so zusagt. Die ist so, ich meine, ich habe ja kein Problem damit, wenn Protagonistinnen schüchtern und ja, nicht so selbstbewusst sind, aber sie toppt das echt alles. Also sie ist echt ganz, ganz schlimm, was das angeht. Sie hat gar kein Selbstvertrauen und ein ganz minimales Selbstwertgefühl und ich weiß auch nicht. Also vielleicht liegt es daran, dass mir der Mann gar nicht ganz so zusagt. Die Story ist halt, ja, eine Liebesgeschichte, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, nichts, was mich jetzt so vom Socken haut. Ich habe gedacht, weil der Zeichenstil ja auch so toll ist, dass die Story mich auch wohl umhaut, aber leider noch nicht so der Fall gewesen. Naja, vielleicht passiert es noch. Wir können es ja hoffen und ja. Und das waren auch schon alle meine neuen Mangas für diesen Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne auch ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!